Ich habe ein richtig gutes Bauchgefühl dabei gerade, bei Kohle irgendwie. Rent a Fire! Ja! 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 Rent a Fire! Komm mit, Glückwunsch! Milchbubi, darauf habe ich so lange gewartet. Und ihr auch, Leute. Oh, ich habe Rent a Fire, Rent a Fire, Rent a Fire. Ja, ich tanze hier schon. Ich gehe hier ab. Tut mir leid, ich habe gerade mein Headset schon weggeworfen hier. Hey ho Minecraft, Freunde und willkommen zurück zum Mega-Projekt. Ich bin hier heute immer noch mit Milchbubi da. Hey ho! Und wir wollen hier direkt weitermachen. So, ich möchte heute am liebsten den Rent of Fire wirklich mal bekommen. Ich probiere es mal mit Netherrack. Eventuell habe ich damit Glück. Wäre wirklich mal ein Traum von mir, wenn ich das schaffen würde, wenn ich den bekommen würde. Obwohl ich es nicht glaube. Okay, wir haben eine unbekannte Theorie anscheinend gerade hier erforscht. Ich packe Silverwood mal rein, ob das... Ne, es geht... Okay, es geht nicht. Das geht schon mal nicht. Vielleicht mal eine andere Holzsorte da reinlegen. Kann ja sein, dass es mit einer anderen Holzsorte geht. Ja, schauen wir einfach mal. So, Tropenholz geht auch nicht. Was haben wir hier für eine Theorie gefunden, frage ich mich gerade. Was könnte sich dahinter verbirgen? Das mal reinlegen. Relativitätstheorie. Ja, ich weiß nicht. Nee, das auch nicht. Irgendwie ist das eine blöde Theorie. Das ist eine richtig blöde anscheinend. Kohle könnte ich mal. Oh ja, Kohle habe ich schon lange nicht mehr in den Ofen mit reingelegt. Wird mal wieder Zeit deswegen. Geht denn das? Das geht auch nicht. Jetzt wundere ich mich echt, was das ist. Naja gut, dann nehme ich einfach mal Kohle und probiere mir damit irgendwas. Schon wieder die gleiche. Ja! Oha! Und schon wieder ein Zauberstab. Und schon wieder. Geht gut ab bei dem Gomme. Ja, Rent. Warte. Was ist denn das für ein Rent? Das ist doch... Wie heißt der Rent? Excavation. Excavation. Das ist ja richtig krass. Excavation. Das, boah, was kann man damit... Das ist, glaube ich, der... Jawoll! Das ist der, womit man Obsidian und alles richtig gut abbauen kann. Was? Echt? Das ist so heftig, sage ich dir. Was haben wir denn schon? Wir haben einen Saxum. Okay, dann brauchen wir was anderes. Wir brauchen jetzt den Rest natürlich noch. Ich meine... Was kann ich da mal reinlegen? Ich brauche unter anderem... Ach, was mache ich denn da jetzt mal? Das ist so schwierig. Was mache ich mal? Puh, gute Frage. Was haben wir für Items, die man da mal gut reinlegen könnte? Enderperlen würden bestimmt gehen. Blaze Rods, habe ich welche? Nein, ich meine nicht. Habe ich hier noch welche? Auch nicht. Geht auch Lohnstaub? Kann ich ruhig mal probieren. Aber ich kann nichts versprechen dabei. Es geht damit. Oh, aber ich habe nicht genug, meine ich. Oder? Nee, ich hatte nicht genug. Schade. Richtig schade. Dann geht, meine ich, auch noch Silverwood. Und davon haben wir auf jeden Fall noch was. Alter, ja, es geht, es geht. So, was brauche ich denn noch dafür Schönes? Wir haben jetzt... Okay, das haben wir schon mal. Wir haben Saxum, dann fehlt, glaube ich, Metallum. Und das erhalte ich ja aus Eisen. So, dann lege ich da mal Eisen rein. Schau mal, ob das geht. Ja, es geht. Was fehlt dann noch? Instrumentum. Ja gut, Instrumentum ist natürlich auch nicht gerade, denke ich, jetzt so schwierig. Man könnte im Notfall dafür Scheren craften, aber das ist auch nicht wirklich das Beste. Ich weiß gerade nicht genau, was ich am besten machen sollte. Das ist gerade so eine Sache. Das ist gerade wirklich so eine Sache. Ich könnte auch irgendwelche... Ich meine... Oh, das dürfte klappen, meine ich. Dafür brauche ich eine Menge Holz. Okay, habe ich. Dann, ich meine, man kann da einfach meinetwegen eine Schaufel reinlegen. Sprich Holztools, womit man das machen kann. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich hoffe mal, dass das klappt. Ich mache mir jetzt einfach mal ein paar Schaufeln. Und weh, das klappt nicht. Da habe ich so viele Holzschaufeln. Doch, es klappt hoffentlich. Ja, es klappt. Milchbubi, ich glaube, wir haben gleich das Glück und haben damit schon mal die Discovery von diesem Excavation-Stab. Okay, wir brauchen noch mehr. Noch mehr Schaufeln. So. Schaufeln ohne Ende brauchen wir. Das bekommst du hin. Ich denke mal, oder? Das schaffe ich. Das Rezept geht. Das schafft der Gomme, oder? Ich hab's. Perfekt. So, zack. Ups. Zack. Jetzt haben wir das Rezept schon mal. Wo haben wir das Buch reingelegt? Ich meine, in die Kiste. Genau. Jetzt können wir natürlich wieder nachschauen, wie man das überhaupt craftet. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Okay, dafür brauche ich die Earth Shards. Die habe ich wo? Die habe ich... Ah, davon habe ich auch noch genug. Cool. Davon habe ich genug.
Dann brauche ich Gold. Gold habe ich. Wo? Goldnuggets. Die habe ich hier. So, dann muss ich mal eben schnell einen Zauberstab craften. Geht das hier in dem Bereich? Ich meine schon. Mal ganz eben schnell. Ja, es geht. Top. Guck hier, jetzt haben wir noch einen neuen Zauberstab. Und den müssen wir natürlich, während sich da noch auflädt, den müssen wir nochmal etwas verändern. Denn nun müssen wir den nochmal mit den Shards zusammenbringen. Sprich, den legen wir hier rein. Was denn? Du schüttelst den Kopf? Ich schüttel den Kopf, weil ich hier gerade einen Witz gelesen habe, den ich lustig fand. Und zwar, was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen. Wir brauchen Metallum, 16 Stück. Woher bekommen wir überall nochmal Metallum? Das ist auch eine gute Frage. Also, ich kann natürlich dieses Instrumentum mit Schaufeln holen. Also, ich habe ja auch noch ein paar Schaufeln, aber Metallum, ich möchte ja nicht nur da Eisen reinlegen, am besten. Goldnuggets, die gehen auch, ehrlich? Das ist ja krass. Das ist ja richtig krass. Was denn? Auf diesem Klo, da sitzt ein Geist, der jedem, der zu lange scheißt, von unten in die Eier beißt. Oh Mann, ey. Und der Max hier. So, ich brauche noch mal einen Eimer. Und Wasser. Dankeschön. Hä? Hat gebuggt. Dankeschön. Dann, jetzt können wir überlegen. Wir brauchen 16 davon. Gold hat ein immer nur. Dann können wir schon mal... Oh, es brennt! Oh! Warum brennt denn das da hinten, frage ich mich. Ach, wegen der Lava da drunter. Ah ja, verstehe. Okay, dann mal was anderes. Wir brauchen noch mehr Gold. Ich weiß nicht, das dürfte reichen. 16, perfekt. Instrumentum bekommt man aus Holzschaufeln. Okay, eine Holzschaufel hat 2. Okay, ach, perfekt. Jetzt pass auf, okay? Wir müssen mal wieder einen neuen Zauberstab herstellen. Und zwar einen richtig guten. Gute Zutaten. Einfach wieder alle da reinmachen. Ganz genau, Milchgebiet. Ganz genau. So, das alles da rein. Und jetzt auch noch. Wo habe ich sie? Die Schaufeln, 2 Stück. Achtung, mach dich auf etwas gefasst. Zack. Und zack. Und jetzt erhalten wir, ja, den Rent of Excavation. Geil, Leute. Und damit, jetzt pass auf. Oh. Das ist so geil, der Zauberstab. Denn damit kann man abbauen. Oh, guck mal hier, guck mal. Bitte zeig mir ein Beispiel. Okay, was soll ich mal abbauen? Obsidian. Nein, ich habe hier gerade keinen. Keine Ahnung, ich könnte hier mal wegen Erde damit abbauen. Ich kann damit alles abbauen, Milchbubi. Alles. Schau es dir an. Zoom. Kannst du damit auch das Haus... Ich werde die Weltherrschaft damit erlangen. Kannst du damit auch das Haus von Duplace abbauen? Mit einem Klick? Trollolol, so, nein. Ja, würde ich nicht machen, aber klar könnte ich das, glaube ich. Aber ich kann damit niemanden... Nee, kann ich nicht. Ich kann ihm nicht damit schaden hier. Und wie ist überhaupt das Skelett da oben raufgekommen? Ist er wahrscheinlich gespawnt. Guck mal, das Schöne bei dem Zauberstab ist hier, ich kann hier runtergehen und kann hier einfach abbauen. Nee, überall abbauen. Und wie schnell auch. Kann man gedrückt halten? Ja, kann ich. Und, ja, da wird auch irgendwann mal verbraucht, ne? Genau, der hat hier ja auch... Ah, der hält eigentlich relativ lange. Den packe ich hier mal mit rein. Und dann probiere ich doch einfach mal den nächsten Zauberstab. Lege ich hier mal wieder Silverwood rein. Und schau mal, ob ich hier was schaffen will. Ah, Taumaturgs Robs. Ja, toll. Das ist natürlich kein Zauberstab hier gerade. Das ist irgendwie sowas, womit ich nicht viel anfangen kann gerade. Aber ich kann mal schauen, ob ich mir das schon machen kann. Ich meine, das dürfte eigentlich gehen, dafür brauche ich... Ist das nicht ein Umhang oder so? Rope hört sich an wie Umhang irgendwie. Vielleicht. Nee, ich meine nicht. Wolle, habe ich denn irgendwo Wolle? Weiß ich nicht. Hier haben wir Wolle. So, Wolle, das dürfte nämlich mit Wolle klappen. So, ja, es klappt. Sehr schön. Dann brauchen wir Tutatem. Tutatem hatten wir ja schon mal aus, ich meine, Setzlingen bekommen, oder? Woraus... haben wir noch mal Tutatem bekommen. Milchbubi, was sagst du? 2 Blondinen unterhalten sich. Ja, gute Antwort, dankeschön. 2 Blondinen unterhalten sich. Sag die Leder, genau, aber ich habe kein Leder. Ach, scheiße. Sag die eine, ich war beim Schwangerschaftstest. Sag die andere, waren die Fragen schwer. Und alle Kinder lachen süß. Außer Miller, der spielt den Killer. Alter, ist der gemein. Andy Armor, woher? Ich brauche Leder, Mann. Ich brauche doch nur ein bisschen Leder. Und ich habe gehört, man kann Leder hier raus aus den Köpfen herstellen, aus dem Zombie-Brain. Geht das ehrlich? Warte mal.
Wenn das geht, nee, das geht nicht. Kann man nicht mal einbrennen. Oder geht das hier? Nee. Zombie Brain! Armor, woraus kann ich. Woraus? Das würde hier gar nicht raufpassen. Budumtsch! Nee. Wir brauchen irgendwie Rüstung. Das wäre noch die eine Lücke, wo wir reinrutschen könnten, die Rüstung. Wir haben ja eigentlich genug Eisen, dann kann ich mir doch eigentlich mal ein paar Schuhe machen. Komm, gönne ich mir so ein bisschen mal. So, hier. Schuhe würde ich. Ja, komm, mache ich Schuhe. Schuhe. Mache ich 4 Paare Schuhe. 5 Paare, komm, 5 Paare. Okay, ich gönne mir mal, okay? Denn ich hoffe, das klappt jetzt auch. Wäre ja schade, wenn nicht. Muss man eben hier die ganzen Sachen dafür wegschmeißen. 5 Paare Schuhe brauche ich, zack. So, die lege ich dann da rein, Milchbubi. Und wehe, das geht nicht. Doch, das geht. Oha, oha. Oh, wie viele Schuhe ich dafür brauche. Guck mal, wie wenig das sich nur bewegt hat. Oha. Nur einen Millimeter eben gerade. Also, gibt's ja nicht. Das ist ja richtig die Abzocke. Du brauchst ein bisschen Eisen. Ah, du hast ja genug. Oder halt, wie gesagt. Ach, das ist doch gemein, ey. Gibt's noch andere Möglichkeiten? Nicht wirklich. Okay. Da müssen wir wohl wirklich die teure. Doch, klar, über Leder. Leder wäre eine Möglichkeit, aber. Und das macht Spaß. Leder haben wir gerade nicht. Kühe jagen. Ja, aber wo haben wir Kühe? Ich war schon oft auf Kühejagd, aber man findet Spaß. Davon nur so wenig. Das mache ich am liebsten in Minecraft. Und ich gehe mal eben pennen. Habe ich denn hier. Wenn wir irgendwo Kühe hier sehen, dann holen wir die natürlich auch, aber ich sehe hier gerade keine Kühe. Kannst du die auch mit dem Zauberstab abbauen? Nee, ne? Die Kühe? Ja. Nein. Die konnte ich aber töten mit dem Rent of Frost. Oder eventuell auch mit einem anderen Zauberstab. So, das Rezept möchte ich aber fertig bringen, deswegen mache ich mir jetzt mal eine Menge Rüstung, Leute. Jetzt passt auf. Jetzt gönne ich mir hart. Ich weiß, es grenzt schon bald wirklich an Verschwendung. Tut mir leid. So, und ich hoffe mal, das reicht. Huch, das war der falsche Zaubertisch. Den meine ich natürlich. Reinlegen. Ich lege das mal hier rein. So, zack. Das hat nichts gebracht. Jetzt aber. Oh! Das dürfte reichen, hoffentlich. Zack. Nicht mehr viel, gleich habe ich das Rezept. Ja, ich hab's. Perfekt. Habe ich das Rezept auch schon mal erforscht. Denn so können wir wirklich die ganzen Rezepte endlich mal, sage ich mal, wegbekommen. Und ich habe gerade ein richtig gutes Bauchgefühl, dass wir jetzt ein Rent of Fire bekommen. Ich habe ein richtig gutes Bauchgefühl dabei, gerade bei Kohle irgendwie. Rent of Fire! Ja! Rent of Fire! Komm her, klipp mal! Milchbubi, darauf habe ich so lange gewartet. Und ihr auch, Leute. Ich habe Rent of Fire! Ja, ich tanze hier schon. Ich gehe hier ab. Tut mir leid, ich habe gerade mein Headset schon weggeworfen hier. Nur für die Leute, die es nicht wissen, das heißt Zauberstab des Feuers. Das ist so der Hammer. Das ist der beste Zauberstab überhaupt. Wenn wir hier mal ein Battle machen, ne? Da kann ich richtig gut aufholen mit diesem Zauberstab. Da kann ich dir alle wegbrennen. Boah, dafür brauche ich ganz einfach. So, ich habe das Rezept. Ich muss nur noch das Rezept dafür erforschen. Und ich hoffe, ich habe dafür alle Items. Das wäre wirklich ein Traum. Kohle habe ich ja schon. Das habe ich schon. Dann brauche ich natürlich noch den nächsten Schritt. Den nächsten Schritt, was packe ich da jetzt mal rein? Silverwood, glaube ich. Das geht immer bei solchen Zauberstäben. Silverwood habe ich irgendwo in eine Kiste gelegt. Ich meine, das war die Krimskrams-Kiste hier oben. Und sie war es nicht. Okay. Dann war es diese Kiste auch nicht. Wo habe ich einen Silverwood reingelegt? Wo habe ich denn meinen ganzen Plunkran reingelegt, Milchbubi? War es die Kiste? Nee, die auch nicht. Hallo? Wo waren die nochmal? Hier? Nein, auch nicht. Komisch. Hier unten! Oder auch nicht? Ich bin 100% schon dran vorbei. Oder in einer anderen Kiste? Liegt vor der Klippe, das fällt runter. Okay. Du beschäftigst dich gerade mit anderen Dingen. Was passiert, wenn Milch runtergeht? Die Milch wird sauer. Alle Kinder gehen. Wo habe ich das Holz? Mann, ich brauche doch eine Silverwood. Ey, Mann. Alle Kinder gehen auf die Straße, nur nicht Rolf. Der klebt am Rolf. Krass. Naja. Was für ein Spruch, ey. Brauchst du eigentlich ein neues Headset? Ich habe da was gefunden. Nee, brauche ich nicht. Aber es gibt jetzt eine neue Erfindung, ein Headset, das gibt dir beim Spielen ständig Stromstöße und damit soll deine Konzentration erhöht werden. Ehrlich? Wäre das was? Stromstöße, damit meine Konzentration erhöht wird. PvP-Battle. Kann ich mir gar nicht vorstellen irgendwie, das lenkt doch nur ab. Ja, mich würde es... Wo habe ich das Holz, Leute? Wo habe ich es?
Silverwood. Das muss doch hier irgendwo sein. Alter! Das regt mich gerade ein Stückchen auf. Du kannst mit einer App die Stärke der Stromstöße einstellen. Okay. Kann man, die können aber nicht tödlich werden, oder? Nee, nee. Oh, ich bin so blöd. Ich hatte es im Inventar. Scheiße. Facepalm. Facepalm. Oh, ich hoffe, ihr habt es gehört. Ja. Ich auch mal schlagen? Nein, okay, doch. Gib mir eine Schelle. Schelle. Danke, aua. Das war schon zu heftig. Oh, ich hatte das im Inventar liegen. Like, Gomme, ehrlich. Und ich kann mal Schuhe anziehen. Bam. Wenn ihr Gomme auch eine Schelle geben wollt, dann. Scherz. Dafür bestimmt. Ich mach das mal schneller. So, das muss gehen. Ja, es klappt. So. Ich habe gar nicht mehr so viel Silverwood. Dann, was haben wir hier gerade? Okay. Der nächste wäre, glaube ich, wäre Fraktus. Erhalten wir aus Cobblestone. Cobblestone habe ich hier. Auch nicht mehr viel, aber daraus erhalten wir Fraktus. So, und es reicht. Geht ja voll schnell heute. Es reicht auf jeden Fall. Das geht richtig ab, Mann. Wie viel wir hier erforschen. Ja wie nix. Und Telum, ne? Telum, genau. Das erhalten wir aus sowas wie Pfeilen. Pfeile hatte ich ja noch hier irgendwo rumliegen. Und da ich eh nie einen Bogen nehmen würde im Battle, weil der eh völlig durch meine Zauberstäbe überholt wurde, nehme ich einfach mal Pfeile. Und Pfeile habe ich hier auch in irgendeiner Kiste. Stell mir gerade vor, alle spielen mit den heftigen Zauberstäben. Wir kommen und kommt mit dem Bogen an und Holzpfeilen. Pass auf, ich habe das Rezept. Rent auf Fire. Rent auf Fire. Doch, nein, doch. Wie hast du das denn gemacht? So, und jetzt kann ich mir das natürlich auch nochmal craften. So, das geht ganz einfach, Jabbis. Okay, Feuerschatz brauche ich, kein Ding, habe ich ja gefunden. Davon brauche ich wie viele? 3 Stück. 1, 2, 3. Dann brauche ich nochmal ein Goldnugget. Dann brauche ich nochmal von anderen Shards. Nochmal, oh, ich brauche allgemein noch einen Zauberstab. Den erhalte ich woher? Ich weiß es gerade nicht genau. Ich brauche dafür das. Ah, Water Shard nehme ich dafür. Du guckst hier gerade so ganz schräg irgendwie, was denn? Ja, dein Psychoblick gerade hier. Psychoblick? Vom Milchbubi. So, da habe ich den Zauberstab. Ich glaube, man muss dir mal einen Stromstoß geben. Oh nein. Ich stelle mir gerade vor, wie ich hier so einen Regler habe. Und dann, wenn Gomma unkonzentriert ist und meinetwegen im Inventar seine Sachen nicht sieht, drehe ich hier den Strom einfach etwas höher. Und dann kommt die Konzentration wieder. Da kannst du 24 Stunden Let's Playen. Das ist kein Problem. Ich weiß nicht. So. Ich brauche 4 Pfeile für das Rezept. Milchbubi, pass auf. Ich bin schon wieder hier am Mischen. 4 davon. Dann brauche ich auch für, da brauche ich Feuer. Das hat das... Was hat denn alles Feuer drauf? Kohle. Oh! Und da ich hierfür... Ich brauche 8 Kohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ups. 1, 2, 3, ist ja egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und natürlich nochmal den Eimer. Und dann haben wir auch schon den Rent of Fire. Wie schnell das geht. Wie schnell ich einfach nur vorankomme momentan. Das geht richtig ab. Aber so richtig. So richtig, Mann. Hier haben wir wieder noch einen Wassereimer. Das müssen wir hier rein. Dann warten wir einen Moment, bis das wieder brodelt. Und dann kommt das da rein und dann bin ich... Dann habe ich es bald. So, dann brauche ich leider... Nee, dann brauche ich keinen Zauberstab mehr. So, pass auf. 8 Kohle. Und 4 Pfeile. Und wir erhalten den Rent of Fire. Ich schlag ein nochmal, schlag ein. Ich habe so lange drauf gewartet. Ich habe einfach nur lange drauf gewartet. Pass auf, jetzt nicht erschrecken. Wie geil, oder? Ist das geil? Das ist epic. Das ist der Hammer schlechthin. Das ist so krank. Das ist einfach nur krank. Und wir haben ja noch mehr Zauberstäbe. Was haben wir noch so für Zauber? Ach, die kann ich mir gerade... Ich kann den Namen von der anderen nicht nachschauen, aber wir haben auf jeden Fall noch andere. Womit man auch noch coole Sachen machen kann. Ach, den Energieblitz-Zauberstab, der ist auch noch heftig. Damit verschießt man so eine Art Energieblitze. Wow. Der ist richtig krank. So, Tiere jagen, hast du gesagt. Wo finde ich denn hier mal ein Tier? Eine Kuh. Eine Kuh, ja, ich brauche Leder. Kommt schon, Kühe. Wo seid ihr? Und gebt mir bitte ein bisschen Milch. Oh, ein Skelett. Und die brennt schon. Nee, wow. Guck's dir an. Ist das heftig. Das ist ja mal... Du machst hier weg wie nix. Ja, Mann. Da ist was. Dorfbewohner, soll ich mal? Ja. Oh, die wollen hier einbrechen. Ich muss die Zombies natürlich töten. Guck ihn dir an. Burn! Das Tolle dabei ist, der Zauberstab schubst einen immer so stark weg. Also die Gegner, nicht mich, aber die Gegner. Wenn ich meinetwegen hier einen Gegner damit treffe, habt ihr ja gesehen, die werden immer schön weggedrückt. Und die haben gar nicht die Möglichkeit, ranzukommen an einen. So, was haben wir hier? Glowstone, aha.
Haben wir hier irgendwie böse, böse Leute? Ich brauche Milch. Ich brauche eine Kuh. Eine Kuh? Haben wir hier gerade irgendwie nicht. Leider. Komm, wir, da haben wir eine Kuh. Das nee, ein Schaf. Naja, es gibt auch wir gehen mal wieder in die Stadt, oder? Es gibt auch Schafsmilch. Nee, flambiert, oder? Oh, lecker. Seit wann droppt mein Schafe Fleisch? Verrottetes. Wahrscheinlich sogar bei dir gebratenes gleich. Gebratenes Fleisch. Durch die Zauber. Wäre auf jeden Fall denkbar. Na gut. Was mache ich jetzt? Wäre mein nächster Schritt. Ich könnte natürlich am Haus weiterbauen. Aber nee, noch nicht. Und ich sehe hier gerade ein Hühnchen. Oh. Lol. Was haben wir denn hier für eine epische Schlucht gerade gefunden? Was haben wir denn da für schöne Schatz? Ich muss mal eben kurz einen kleinen Exkurs nach da unten machen. Aber nicht runterspringen einfach. Da könnte es. Das könnte übel ausgehen. Ja, hier sollte man nicht sterben. Gehe ich hier mal ganz vorsichtig runter. Ich habe auch gar nicht viele Items dabei. Ich möchte nur mal ganz schnell die Shards mir wegholen und die paar Erze. Wo waren die? Das war wieder so ein Moment. Von mir wie war damals, das. Wie damals, weißt du noch? Schau mal, ich. Warte, ich habe gerade die Idee. Wir haben hier so eine gute Schlucht. Ich mache hier einen Wegpunkt hin, verzauber meine Spitzhacke und mit wenig Glück erhalte ich Glück und kann dann viel mehr Items daraus gewinnen. Heißt, wenn ich meinetwegen hier normalerweise nur zwei Shards bekommen hätte aus einem Block, bekomme ich meinetwegen viel mehr. What? Dadurch. Das durch das ist so ein heftiger Mod. Durch die Verzauberung. Naja, das kommt nicht vom Mod, das ist schon allgemein bei Minecraft dabei. Das wusste ich noch gar nicht. Gut, dass du sagst. Ja, bei Skyblock erfährt man halt nicht alles, ne? Ja, ich spiele derzeit nur Skyblock, das ist so ein bisschen. Genau, da gibt's auch keine Diamantenhacke, leider. Mann, doch, man könnte bei mir auf dem Server da handeln, mit anderen Spielern, aber mit den Dorfbewohnern. Ja. Sprich, man könnte da meinetwegen Handel machen, wenn da einer durch Zufall, aber nee, woher soll denn der das bekommen haben? Der, nee, stimmt. Ja, okay, wenn ein Händler vom Festland kommt, kann das sein, dass der es mal hat, aber ich hatte es bisher noch nie. Nee, aber die Möglichkeit besteht, glaube ich. Die besteht auf jeden Fall. So, okay, schna! Oh, ich dachte schon, ich kann da wieder sterben. Na gut, Stadt. Da vorne haben wir die Stadt. Ich darf bei Sironic verzaubern. Das nehme ich auch gerne in Anspruch. Und ich hoffe einfach mal, dass meine Spitzhacke... Ich mache mir, glaube ich, nochmal eine komplett neue aus den Diamanten. Dann nehme ich eine wirklich nur für die... Aber nee. Oder doch? Oder nicht? Oder nee, oder doch? Stimmt ab. Nein. Ich bin gerade am Überlegen. Ich würde mir... Weil sich das wirklich lohnt... Mache ich mir nochmal eine neue... Nee, das reicht eigentlich. Die hält noch locker. Wir haben noch mehr als die Hälfte an sich drauf. Also an Leben, sage ich mal, an Haltbarkeit. Und das reicht, denke ich, locker. Wirklich, um die ganzen... Ich spare dann einfach in Zukunft etwas mehr. Sprich, ich werde etwas weniger, meinetwegen Steine mit der Diamantenspitzhacke dann abbauen. Ich werde dann nur noch die guten Sachen damit abbauen. Und das schaffen wir auf jeden Fall. So, direkt mal hier rüber zu Sironic. Boah, wie produktiv wir einfach nur waren. In ja, den zwei, letzten sagen, zwei Folgen. Das geht ja richtig ab. Wie wir hier vorankommen. Genau so muss das sein. Ich hoffe mal dann wirklich, dass ich von euch die Videoantworten erhalte, in denen ich Hausbauvorschläge erhalte, wie ich dann hier mein Haus am besten bauen soll. So, und hier bin ich bei Sironic. Okay. Was denn? Okay. Einbrechen. Psst. Ich habe ihn ja auch überhaupt nicht gefragt davor. Bitte nicht melden. Psst. Pechbubi. Hier. Glück 2 leider nur. Haltbarkeit 3, Effizienz 3. Schade. Aber ist auch gut. Ist auch total gut. Okay, wer weg? Komm, wir müssen weg. Keinen Block kaputt machen. Psst, psst. Jawohl, und da sind wir wieder auf dem Festland. Da können wir normal weitermachen, Milchbubi, ne? War ja auch überhaupt nichts so. So, wo war die Schlucht? Ich hab ihn doch gefragt, Mann. Ich hab ihn gefragt. Schlucht ist da vorne, da möchte ich natürlich direkt hin. Und da hole ich mir schnell alle Items. Und... 10 Wochen Gefängnis. 10 Wochen. So wenig. Kommt, gebt mir noch mehr. Gebt mir noch viel mehr. Tja, Milchbubi. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so eine große Wirkung hat, wenn wir da jetzt wirklich mit einer Hacke, mit Glück, die Sachen abbauen. Das wäre wirklich mal interessant zu wissen. Das wird bestimmt total witzig.
Und die Schlucht sah ja wirklich vielversprechend aus. Und ich glaube wirklich, dass wir da mit dem Hähnchen... Oh, das flattert so schön. Was macht nicht immer lange. Oh! Habe ich natürlich einberechnet. Oh, jetzt nicht schon wieder darunter. Ey, meine Nerven. Meine Nerven. Aber ich habe zum Glück noch die Level, hätte ich im Notfall effizient verbraucht. So, wo habe ich denn hier mal in der Wand die ganzen Sachen? Ich bin bestimmt eh schon dran vorbei. Da ist was. Ja klar, da bin ich gerade schon auf dem Weg dahin. So. Hier hat das nicht ganz so viel Wirkung, weil es einfach nur Ohr ist. Aber, meinetwegen bei den Charts da unten. Oder auch bei den anderen Sachen. Nehme ich mal eben ganz schnell hier alles mit. Ich meine, das ist ja einfach mal Rohstoffe umsonst, sage ich mal. So, aha, oh. 2 Stück habe ich bekommen. Sehr gut. Oh, und ich muss mal was essen. Sag doch mal Bescheid, dass mein Leben sich nicht wieder aufbaut. Oder möchtest du, dass ich hier sterbe? Rein theoretisch schon, ne? Sag nichts Falsches, du Bubi. Trollolol. Kohle nehme ich auch mal mit. Ja, die ist immer gut. Eben. Und guck mal hier, wie viel ich daraus erhalte. Kohle, Kohle, Kohle. Manchmal 2 Stücke halte ich daraus. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Tralala. So. Sehr schön. Doch, da haben wir schon mal. Und da haben wir noch mehr. Da haben wir noch mehr Shards in der Wand. Direkt mal hinbauen. Hier haben wir. Lecker. Wir haben Uran gefunden. Lecker. Uran, schon mal wieder Uran. Ich glaube, wir müssen auch irgendwann mal. Wann baust du ein Atomkraftwerk? Ich glaube, wenn wir so viel Uran hier haben, also. Da müssen wir auch mal, glaube ich, was machen. In die Richtung Atomkraftwerk. Obwohl man ja, obwohl ich eigentlich auch die Seite Atomkraft, nein danke, vertrete, aber hier in Minecraft ist alles möglich. Einen richtig dicken Reaktor. Ich glaube, bei mir wird da aber hochgehen, ich weiß nicht. Ich habe da so ein bisschen Schiss, dass ich dann wirklich verdammt lange irgendwie ins Gefängnis muss. Das wäre nicht gerade optimal. Bau den doch direkt neben Sironics Haus. Ich meine, Dena hat ja eh schon Atomreaktor und er ist ja auch mein Nachbar. Ist doch eh egal, ob seiner hochgeht dann oder meiner. Ganz genau. So, okay. Zack. Und hier hinten waren wir noch gar nicht in der Umgebung. Hier haben wir anscheinend eine Höhle, eine kleine. Kann man eine Atombombe bauen? Ich meine schon, ja. Eine Nuke ist drin. Eine Nuke? Warte mal. Eine Nuke. Ja, die ist drin. Aber dafür brauche ich schon eine Menge Sachen, sage ich mal. Uraniumblock. Boah, das ist ja so heftig, der Mod. Uraniumblock. Ah, das ist schon recht schwierig, sage ich mal. Eine Nuke und dann platziere sie bei Punkt, Punkt, Punkt. Darüber kann man ja noch abstimmen. Das wäre es wert. Ja, schreibt in die Kommentare, also, wo soll eine Atombombe am... Also stellt euch vor... Ah! Ein Dungeon. Guckst dir an, guckst euch. So geil. Was habe ich denn hier gefunden? Oh, stell dir vor, hier wäre eine Atombombe drin. Oh, ein Buchen. Schutz 2. Schutz. Oh, Schutz 4. Eisen. Kupfer. Ein Sattel schon wieder. Eine Schallplatte. Was ist das denn hier? Unfinished. Do not use. Ah, ja. Oh, schade. Aber auf jeden Fall haben wir eine coole Doppelkiste hier gefunden. Und es ist hier gerade etwas dunkel drin. Ja, mach deine Fackel an. Ich hab grad keine Fackeln dabei. Willst du die Kiste selbst auch noch mitnehmen oder wie? Nee, ich brauch keine Kiste mehr. Aber cool, wir haben hier einen Dungeon gefunden. Richtig nice. 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 Wo hättest du die Atombombe gefunden? Was soll ich hier mal liegen lassen? Das hier ist Silverwood Locks. So. Das reicht auch schon wieder. Dann machen wir mal weiter. Warum baust du das? Von wo komme ich? Ich meine, wir brauchen nicht so viel. Das reicht. Ich habe einfach mal, ich nehme immer von allem so ein bisschen mit, sag ich mal. Und wenn ich davon noch mehr brauche. Nachher brauchen wir wieder richtig heftige Zauberstäbe und. Wow. Daraus eben. Daraus, ja. Man braucht ja nicht immer Unmengen davon. Hat man ja eben gesehen, wie schnell das gehen kann. Eben. Das geht verdammt schnell. Man braucht halt wirklich nur das Glück, dass das Rezept kommt. Und wenn das dann kommt, dann hat man eigentlich schon alles. Das Grüne, das aber braucht man nicht. Ja, das war wieder Uran, glaube ich. Boah, wir brauchen so viel Uran für die Nuke. Hallo, guck's dir an mit dem Zauberstab. Das ist einfach nur episch. Okay, das ist doch kein Uran hier. Oh. So, was lasse ich hier mal liegen, Milchbubi? Ich würde vorschlagen... Das Gehirn. Nee, die Schuhe. Ich brauche die Schuhe nicht. Hab schon Schuhe. Eisen nehme ich nochmal ganz schnell mit. Und ich mache das hier wirklich nur mal so
ganz schnell, ich bin, möchte nicht weiter reinlaufen eigentlich, aber... Hier gibt es so viel zu entdecken. Ja, die Shards, die möchte ich halt wirklich gerne, weil ich die brauche. Die sind wertvoll. Und was haben wir hier für eine komische Kammer gefunden? Das ist ein Monstergenerator. Monstergenerator, was? Monsterfalle. Nee, du kannst ja so einen dunklen Raum bauen und dann kannst du darin spawnen dann die Monster. Ach, du meinst eine Monsterfalle? Ja. Ja, klar, das könnte man bauen. Aber nicht hier. Das ist dabei, eine zu bauen. Bei Skyblock, ne? Ja. Oh Mann, ey, du mit deinem Skyblock. Echt, du bist so ein Skyblock-Suchti. Haben wir hier noch... Ah, ich laufe hier nur noch mal ganz schnell durch, schaue, ob ich hier irgendwo Shards finde. Sieht alles so lecker aus. Sieht so aus wie irgendwelche leckeren Gummisachen, die man essen kann. Aber sollte man, glaube ich... Uran sollte man nicht essen, meine ich. Doch. Da hast du mehr Energie. Und du strahlst richtig was aus. Man strahlt danach richtig, ne? Man hat... Genau mich, Bubi, genau. Du weißt, wie es läuft. Und ich höre hier gerade auf meinem linken Ohr Zombies. Ich wette, dass hier irgendwo wieder... ein Spawner ist. Oh ja, hier haben wir einen Spawner. LOL. Schon wieder einen Spawner gefunden. Und warum konnte ich gerade den nicht verbrennen? Bug. Wow. Mann, ich sterbe nicht. Oh, eine Kiste schon wieder. Nemesis, der Glüderfüßer. Okay, ist nicht das Beste, sage ich mal. Ein Steel Chestplate, die hält länger. Krass. Krass. Und nochmal ein Nemesis, der Glüderfüßer. Krass. Wir haben so ein Glück. Eine Stahlbrustplatte. Oh, kranker Shit. Richtig geil. Die lasse ich dann mal hier. Und noch eine Kiste! Noch eine Kiste! Hat sich richtig gelohnt, hier reinzugehen. Nein! Taumium-Schwert! Taumium ist das heftigste, oder? Nein! Und Schrückstoß 2. Aber Taumium ist recht wertvoll, wenn man das... also es ist recht... Ich sag mal, man muss recht viel machen, damit ich da... Ich konnte das herbeizaubern, sag ich mal. Für einen Baren brauche ich dann aber wieder recht viele andere Sachen. Und insofern ist das schon gut, wenn man hier Taumium-Schwerter und so findet, direkt. Mach doch dieses Weizen weg. Ja, genau. Rückstoß habe ich hier noch gefunden. Richtig geil. Und die Sticks sind auch nicht wertvoll. Welche? Diese hier. Die kannst du ja richtig leicht selber craften. Lauter sprechen, bitte. Die kannst du richtig leicht selber craften, wieder. Schwarzpulver, naja. Hm, was haben wir hier? Irgendein Fragment. Das ist richtig. Boah, krass, schon wir hier in Dungeon. Was für eine geile Höhle. Oh, dann, ja, ich nehme das alles nicht mit. Ich möchte nur ganz schnell die Shards. Eben, ich möchte nur die Shards noch mitnehmen, ob ich hier ganz schnell welche finde. Die leuchten ja immer nur schauen, ob irgendwo... Oh, Schleimbälle. Oh ja, ich liebe Schleim. Das war nicht gut. Oh nein, die hätte ich mit der Hand töten müssen. Oh, was habe ich denn hier für eine Höhle gefunden? Verdammt. Das passt doch alles gar nicht ins Inventar. Boah, ist das eine krasse Höhle hier. Guck sie dir an. Boah, traumhaft. Hier würde ich gern wohnen. Ich möchte ja nichts sagen, ne? Aber das muss ich einfach mitnehmen. Aber gut, die brauche ich auch nicht. So, da drüben haben wir noch mehr Redstone. Lapis Lazuli haben wir auch hier. Oh nein, das verbrennt gleich in der Lava. Oh oh. Du verbrennst gleich in der Lava und nicht aufpasst. Oh nein! Weil mein Inventar voll war, nur deswegen. Ach Mann, egal. Ich würde fast vorschlagen, Gobbe, dass wir jetzt nach Hause gehen, das Inventar leeren und eventuell sogar nochmal wiederkommen. In der anderen Folge vielleicht auch. Hier gibt es so viel zu entdecken. Ich glaube echt. Wenn wir mal wieder Items brauchen, dann müssen wir auf jeden Fall in diese Schlucht rein. Denn wir haben ja hier so eine... Oh! Oh! Schau dir mal an, wie viele Gänge es hier gibt und was das für ein Minenschacht ist. Hier müssen wir hin, aber das schaffen wir nicht mehr in der Folge hier. Das ist nicht mal eben so eine Einmal-Reinschauen-Schlucht, sag ich mal. Nämlich, Ruby, das hat so... immer wieder hin zurück und holen und machen leer. Das ist aber auch unsere ganz geheime Schlucht. Nicht umsonst ein Megaprojekt. Das bleibt unsere geheime Schlucht, Leute, okay? Ja? Davon darf keiner erfahren. Genau, sonst kommen die alle. Und geiern uns die Items weg. Ich glaube, wir müssen heute über Nacht noch 12 Folgen aufnehmen und die Schlucht komplett leer machen. Scherz. Na, die Überlegung ist gar nicht mal so schlecht. Also, das stimmt schon. Und leider verschwende ich hier gerade etwas die Spitzhacke für so unwichtige Sachen wie Stein. Ich hätte meinen Zauberstab mitnehmen sollen, womit ich die Blöcke abbauen kann. Ja, der ist so heftig. Ja, den habe ich leider vergessen, Mann. Ah, schade. Ich bin noch nicht dran gewöhnt, dass ich den auch habe. Ja. Nächstes Mal nehme ich den aber mit. Auf jeden Fall. So, und ich denke mal, ich wette, wir haben es gerade Nacht draußen. Aber ich fühle mich mit meinem Zauberstab einfach nur sicher. Da können die gerne sich mir nähern. Ich fühle mich bei Minecraft immer sicher. Och, wurdest du noch nie vom Creeper irgendwie in die Luft gejagt? Doch, aber dann bin ich wieder gespawnt.
Ja gut, aber bei Skyblock machen die gerade bei mir auf dem Server ja keinen Weltenschaden. Doch. Nee, wenn die explodieren. Doch, bei Weizenfeldern, doch. Ne? Oder wo meinst du das? Ach so, stimmt. Nee, stimmt, die machen gar nicht so einen Schaden. Nee. Die machen nur euch Schaden als Spieler. Ja, kann schon sein. Wie weit unten wir gerade unter der Erde waren, guck dir das mal an. Ne? So heftig. Was ist das denn da? Rock. Bedrock. Richtig krass. Stell dir mal vor, du wirst jetzt auf Bedrock stoßen. Oh, da kommt Erde. Da kommt Erde. Und wir machen das natürlich auch richtig schön hier mit Cobblestone. So muss das sein. Das sieht doch gut aus. Und wir haben es Nacht, war klar. So, und jetzt schnell nach Hause, Leute. So schnell es nur geht. Da drüben haben wir unser Haus. Und ab ins Bett. Genau, ab ins Bett. Die Bubis haben nachts nichts mehr draußen zu suchen. Eben. So. Ab in die Bude, Tür zu und dann haben wir schon wieder so viel geschafft in der Folge. Wir haben so viel geschafft. Und am Sternenhimmel schlafen wir. Komm. Oh. Wie lange ist denn überhaupt die Folge schon? Ja, wir haben schon wieder so eine lange Folge. Tja, Leute, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt schon 3 Zauberstäbe. Das ist doch wirklich einfach nur der Hammer. Dann noch Taumium-Schwert, Taumium-Axt, die ganzen Bücher hier, was sie für einen Wert haben allein schon. Boah, so heftig. Tja, und dann würde ich mich wirklich über einen Daumen hoch sehr, sehr freuen. Und dann haut rein, bis zum nächsten Video. Und dann tschö mit...